Der Off-Tune-Adventures-Kanal war immer mein Weg, machen zu können, worauf ich Bock habe, ohne dass ich auf irgendwen hören muss. Und es hat bis jetzt auch ganz gut funktioniert. Allerdings hat mich in letzter Zeit extrem die Thematik gestört, dass ich die Vlogs teilweise relativ privat und die Techniksachen, die sehr nerdy sind, dass ich das irgendwie nicht ergänzt, sondern eher so ein bisschen ausstoppt. Und ich glaube auch, dass es für die Leute, die wegen Techniksachen abonnieren und dann nur Vlogs bekommen, nervig ist. Und die Leute, die vielleicht Vlogs lieber mögen, die ganzen Techniksachen nicht interessiert. Und bisher war mir das eigentlich egal, aber in letzter Zeit. Ich habe aber bei mir selbst gemerkt, dass das nicht funktioniert, dass ich jetzt viel mehr drüber nachdenke und dass mich das abbremst und ich dann keinen Bock habe zu vloggen, aber auch nicht so richtig Bock habe, irgendwie zu nerdy zu werden. Und ja, der Entschluss ist einfach dementsprechend hier zu teilen, zu sagen, Off-Tune Adventures ist ab sofort ein reiner Technikkanal. Hallo, hier ist die Mobilbox von 01. Hi Mom. Hi Chefin. Na, alles klar? Habe jetzt auch in letzter Zeit überlegt, weil mich das so ein bisschen stresst mit diesem ganzen Off-Tune-Adventures-Zeug, weil das ist ja immer dieses Problem, dass ich sehr viel technische Videos mache, aber auch irgendwie diese Vlogs mache, die dann oft privat sind und ich habe immer das Gefühl, das ist ein bisschen doof für euch als Zuschauer, also die Familie und so. Und irgendwie eine Idee geäußert, dass ich keine Vlogs mehr machen werde über den keine Vlogs über den Off-Tune-Adventures-Kanal zumindest, sondern einen reinen Vlogging-Kanal starte. Und meine Idee war ja, weil sowieso eigentlich nur zwei Sachen zählen und eine Sache davon ist, dass ich eine schöne Erinnerung habe und die zweite Sache ist, dass meine Mama schöne Einblicke in mein Leben bekommt. Ja, das ist mal eine gute Idee. Ja, deswegen gibt es jetzt einen Kanal nur für dich unter dem Namen Hi Mom und da wird es ab sofort die Vlogs für meine Mama geben. Oh, das ist aber schön. Ja. Super, vielen Dank. Wollte ich dir nur schon mal sagen, das heißt, es geht heute los mit dem Video von Samstag, als wir im Bäumepark waren. Das kommt irgendwann dann später. Schicke ich aber natürlich rum. Für die Technikinteressierten, die jetzt noch dran sind, mal ein kurzer Überblick von Sachen, an denen ich gerade arbeite, wo mich auch interessieren würde. Was ist das Relevanteste? Was wollt ihr am ehesten sehen? Ich arbeite zurzeit an einem Review nach wie vor von dem Tamron 18 bis 400 mm mit Bezug aus Filmen, weil irgendwie gibt es endlos viele Fotoreviews, aber nichts zum Filmen. Wir haben uns ja das Mivi Pro Gimbal geholt, das würde ich auch noch gerne reviewen. Es wird aber noch ein bisschen dauern, weil ich da noch ein bisschen mehr echte Jobs mitmachen würde und Erfahrungen machen, wie beim Crane 2 Review auch. Ansonsten habe ich noch ein halbfertiges Projekt, How to Location Scout, das habe ich schon mal irgendwann angesprochen und ich glaube, das kam ganz gut an. Und außerdem eine GH5 Masterclass zum Thema Bildprofile. Aber natürlich gibt es auch noch alle möglichen Inhalte zur EVA One. Ich habe mir jetzt auch wieder so ein bisschen Spielzeug geholt, was das Setup verbessern sollte. Da werde ich auch ohnehin drüber reden in nächster Zeit. Und was mich besonders freut zu verkünden, ist, dass wir endlich ein neues Office gefunden haben, in dem wir schon im Herbst einziehen können. Vielleicht wird es aber auch eher so Neujahr rum. Und dann sind wir alle zusammen. Das heißt, auch der Joscha und der Changemann kommen mit in die Runde. Und dann wird es auf jeden Fall vom Joscha und mir noch das EVA One Review geben, beziehungsweise unser erstes Jahr zusammengefasst. Das soll ziemlich umfassend werden und ziemlich viele oder eigentlich alle Fragen beantworten, aber da nehmen wir natürlich gerne noch Punkte an. Das heißt, wenn ihr irgendwas zur EVA One habt, ab in die Kommentare damit. Wer sich für die Vlogs interessiert, muss ab sofort auf dem Kanal Hi Mom weiterschauen und wer Technik beibehalten möchte, bleibt hier bei Off-Tune Adventures. Und ja, ich hoffe, das funktioniert dann so besser, vor allem für mich und vor allem für euch, vor allem für alle.